Guten Morgen. Ich wünsche mir, dass wir das aufgreifen, was die Einwohner von Gröditz sich wünschen. Die Kinder zum Beispiel aus dem Hort und aus der Grundschule, die wünschen sich Begegnungsorte für die ganze Familie. Dazu haben wir ausführlich ein Arbeitspapier erarbeitet und darauf aufbauend ist jetzt die nächste Stufe, dass wir gerne in diesem Areal, in dieser Brache mitten im Zentrum, unseren Klimapark Gröditz gestalten wollen und das möchten wir Ihnen heute vorstellen. Wenn wir als Stadtverwaltung etwas als Instrument installieren, das wirkt nur kurzfristig. Wenn aber die Bürger sich beteiligen können, es mit Leben erfüllen können, dann glaube ich, wird das eine ganz große Nachhaltigkeit und dann wird es ein Teil mitten in Gröditz sein, der allen gehört. Diese vier Wirkungen, die wir erzielen möchten, sind genau das, was hinter dem Klimapark als Großes steht. Wir möchten auf der einen Seite für Generationen Nachhaltiges schaffen. Wir möchten aber auch, dass diese Generationen erfahren und auch wissen, dass diese Traditionen, die in Gröditz steckt, dass die gewachsen sind und die Basis des Ganzen bilden. Wir möchten aber auch erreichen, dass Jung und Alt miteinander ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben. Und um das Ganze abzuschließen, ist im Großen gesehen etwas ein wichtiges Ziel zu sagen, diese kleine Stadt ist liebenswert, ist lebenswert und schaut, hier lohnt es sich zu leben. Ich zeige Ihnen jetzt nochmal die Lern-App Actionbound, wie das funktioniert. Da braucht man als erstes hier diesen QR-Code. Ne, und das kann eigentlich dann jeder, der durch den Klimapark geht, kann das dann einfach runterladen und für sich nutzen und dann auch gleich spielen. Und wir haben hier eine Pflanze. Ja. Und dann ist hier die Aufgabe, diese Pflanze auch in dem Klimapark zu suchen. Unser Bürgermeister steht hinter dem und sagt, macht. Ja? Denkt nach, wie ihr was erreichen könnt, aber macht es. Weil Stillstand, da passiert nichts. Und hier haben wir den ersten Teil, den wir hier sehen, das ist Streuobst machen, um die Vielfalt mit den Kindern und den Schulen und den Vereinen zu nutzen. Wir wissen nicht, ob die Entscheidung, die wir heute treffen, die richtige ist. Aber keine Entscheidung zu treffen, wäre auf jeden Fall nicht richtig. Der Klimapark ist eine dieser ganz, ganz richtigen Entscheidungen. Und ich freue mich, ihn wachsen zu sehen. Und ich sehe die Bürger da durchlaufen und das genießen. Und das ist so was ganz Spezielles. Jawohl, super. Nochmal zwei Schippen und dann haben wir es fast. Sehr schön. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, den Bürger mit ins Boot zu holen, egal welchen Alters. Und ich wünsche mir auch, dass wir in der Richtung in 10 und 20 Jahren nochmal hier stehen und sagen, genau so, wie wir es uns gewünscht haben, vielleicht mit anderen Wegen und Kreuzungen und Abbiegungen, aber wir sind auf einem guten Weg und wir haben viel erreicht.